Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleblocher. Bewegte Woche gewesen. Wir haben verschiedene Themen, die wir heute diskutieren können. Sie haben fast ein bisschen recht gehabt, muss ich sagen. Es ist immer schlecht als Moderator, wenn man den Gesprächspartner so lässt, aber ich muss gleich sagen, mit der CVP, sie sind wieder zurückgekippt in den Masseneinwanderungsfragen. Ja, wenn man so lange in der Politik ist, kennt man ja die Leute und die Parteien. Ich kenne meine Pappenheimer, oder? Und ich habe das schon gesehen. Der Fischer, der Präsident, der wollte die Partei jetzt auf einen neuen Kurs bringen. Auf einen bürgerlichen. Die haben jetzt schon so viel verloren mit ihrem Linkskurs. Vor allem an sie natürlich, oder? Wie? Vor allem an sie. Ja, an uns, ja. Das wäre ja nicht nötig gewesen. Wenn sie den gleichen Kurs würden haben wie wir, dann müssten wir ja gar nicht so zulegen. Dann wären die ja auch auf dem richtigen Gleis, oder? Und das hat er probiert, aber ich habe immer gedacht, der macht die Rechnung ohne den Wirt. Am Schluss hat er seine Leute noch. Dann hat mich wundert, ob die den Kopf drehen. Und jetzt war er hier in der Kommission, wo es darum ging, endlich den Zuwanderungsartikel durchzusetzen. Endlich dafür sorgen, dass wir nicht so eine unglaubliche Zuwanderung haben, die ja von der Wirtschaft her gar nicht notwendig ist. 60, 70, 80'000, das ist ja unglaublich. Und das Volk hat entschieden. Das Volk hat auch genau gesagt, wie man so machen soll. Steht in der Bundesverfassung, die über allem stehen sollte. Und das hat er immer signalisiert. Jawohl, wir machen das mit der SVP, Wirtschaftsverband. Die Lösung war nicht ganz klar und eine einheitliche, aber doch immerhin der Wille, das zu machen. Und jetzt geht die Kommission los und dann kommt raus, die CVP stimmt mit den Grünen, Linken und den Freisinnigen. Der Artikel wird überhaupt nicht erfüllt. Gar nicht. Also so unverschämt hat man noch nie die Bundesverfassung nicht erfüllt. Und jetzt kommt er in einen Notstand hier, oder? Wieso haben sie denn gesagt, sie seien für das und jetzt für das Gegenteil? Und dann die Ausrede, das ist eben auch, wo man aufpasst in der Politik. Er hat ja gescheiter gesagt, ich bin nicht durchgekommen mit meiner Meinung. Aber er hat ja selber auch noch falsch gestimmt in der Kommission. Und jetzt sagt er, ja, wir haben ein Mitglied gehabt von der Evangelischen Volkspartei, wo einfach gesagt hat, ich kann es mit dem Gewissen nicht vereinbaren. Ich habe ihm gesagt, es ist gescheiter geschaut, dass die katholisch wird. Dann nachher hat sie vielleicht auf seine Seite gebracht. Er hätte so getan, als wäre das eigentlich jetzt eine andere Religion ihre Fehler, oder? Ja, aber es ist gleich noch ein Zeichen, dass die Reformierten stärker sind als Katholiken. Ja. Ja. Eine gegen drei, oder? Ja. Eine gegen drei. Und dann sage ich aber, es hätten die anderen drei können richtig stimmen. Hat er gesagt, ja, es hätte sowieso nicht gelangt. Sage ich, ja. Vielleicht hätte es nicht gelangt. Aber wenn es nicht gelangt, richtig stimmen, muss man dann mit dem Falschen stimmen. Da. Aber er hat es ja jetzt korrigiert, oder? Ja, jetzt, also korrigiert nach Hause, hat er gesagt, nein, wir müssen jetzt doch dann im Parlament richtig stimmen, oder? Aha. Und haben Sie noch mal geredet mit ihm in den letzten Tagen? Nein, aber nicht mehr zu wundern, wie es im Parlament denn aussieht. Er muss ja seine Chef dabei, es ist ja gleich, was er stimmt, sondern seine. Aber es zeigt ja den alten Konflikt, den die CVP ja, hat, natürlich. Zwischen ja, den urbanen, liberalen ja, und den konservativen, oder? Ja. Die CVP hat danach, die haben kein Programm. Ja. Stellen Sie mal ein Programm bei denen. Die haben keins, noch nie eins gehabt. Die haben schon das Programm. Wir wollen die Macht. Mhm. Und das ist, wenn man nur die Macht hat, dann weiss man nie recht, wo durch. Und es ist ja eigentlich wunderbar zu schauen, wie sich das abwickelt. Noch dramatischer ist es bei den Freisinnigen. Die müssen jetzt vor dem Volk sich rechtfertigen, warum sie bewusst den Volkswillen nicht mehr durchsetzen. Die Bundesverfassung nicht durchsetzen. Wenn wir mehr Fluri seine Äußerungen anschauen, die Interview, also der sagt, die Bundesverfassung sei sekundär. Sekundär. Und ja, und sie stehen dann internationale Abmachungen vor der Bundesverfassung. Ja, stehen vorne dran. Sonst könnte man das nicht mehr. Das ist schon die Ausserkraftsetzung von der direkten Demokratie. Und das ist jetzt die CVP, Freisinn. Und Freisinn
Weil die haben natürlich schon Mitglieder in der Fraktion, die das merken. Und die finden, das geht einfach nicht. Das macht man nicht. Hat die auch so eine innere Spaltung? Spaltung. Auf jeden Fall haben sie die, die sagen, das kann man doch nicht. Die werden mundtot gemacht. Wer ist das zum Beispiel? Die haben beschlossen. Ja, also, ich weiss es hier vom Aargauer Burkhardt, oder? Dann, ich weiss nicht, wo der Bigler steht. Der war vorhin auch auf dieser Seite. Und jetzt, da weiss ich nicht sicher. Aber es muss derige haben. Warum sieht man das? Weil sie einen Fraktionszwang beschlossen haben. Weil ja ungewöhnlich ist, oder? Ja, ungewöhnlich. An sich gemäß Bundesverfassung verboten. Man darf in der Schweiz, ist jeder Parlamentarier kann seine Meinung äußern. Natürlich wird mit der Fraktion sagen, das wäre jetzt nicht so gut, wenn man da. Kann man ja machen. Aber gerade sagen, es darf niemand da dagegen stimmen. Wenn einer dagegen ist, muss er sich der Stimme enthalten. Das ist ja außergewöhnlich. Da sieht man ja, wenn man sonnige Sachen durchgeben muss, das ist ja etwas ganz Schlimmes, was man hier macht. Das wäre es ja nicht nötig. Gehen wir noch auf die CVP zurück. Der ehemalige Präsident der CVP, der Dabele, hat auch ein Problem mit dem unehelichen Kind. Finden Sie das in Ordnung, dass jetzt das so an die Öffentlichkeit kommt? Ja, also ein Politiker muss natürlich damit rechnen, dass alles auch in seinem privaten Leben an der Öffentlichkeit ist. Zum Teil ist es auch gerechtfertigt, weil man wählt ja jemanden. Und wenn man jemanden wählt, muss man ja eigentlich alles wissen von einer Person. Jetzt, ob einer ein uneheliches Kind hat oder nicht, zu dem kann er ja stehen. Aber ja, es ist schwierig manchmal, oder? Wenn er geheiratet ist, oder? Ja, natürlich, aber auch wenn er geheiratet ist, ich meine, er hat es ja gleich. Und mit dem muss er ja selber fertig werden. Jetzt bei mir da, an sich ist ja das nicht so wesentlich, wenn man jemanden wählt, einen Tüchtigen kann und da etwas passiert. Aber bei mir da belesen natürlich insofern stoßen, als er natürlich, wie es jetzt gepredigt hat, Familie, quasi seine Kinder und die Frau da, der Schweizer Illustrierte, dargestellt hat, wie geschlossen dass er ist. Und da zu einer Zeit, wo er natürlich auch gewusst hat, dass er. Also es da hat wahrscheinlich gedacht, das kommt nie aus, oder? Und das ist natürlich ein problematisch, oder? Ich finde, das ist auch ein ungerecht gegenüber der Mutter von dem Kind. Und vor allem und gegenüber dem Kind, ja? Ich meine, wenn das Kind in der heutigen Zeit ist ja, jedes Wort, das du rauslässt, ist ja ewig, oder? Auch der Blödsinn. Aber wenn einer sagt, ja, das ist einer der grössten Dummheit und Fehltritt, den ich gemacht habe, ein Kind zeugen. Ich das ganze Leben lang sagen, ich bin das Produkt von einem Fehltritt. Oder? Mhm. Wenn man den Namen Dabele gar nicht mehr kennt, oder? Ja, genau. Ja. Aber dann muss ich selber fertig werden. Ich finde, es ist erwähnt, dass es so ist. Das müssen die Wähler wissen. Aber man muss jetzt auch nicht monatelang den Stab über den brechen. Natürlich. Dass der Dabele so einer ist, das wissen wir ja. Das haben wir schon lange erfahren. Ist ja lustig, dass immer die Politiker sind mit C. Also der Seehofer in Bayern hat das Gleiche gehabt. Ja, gut. Oder ist das jetzt ein Zufall? Ja, oder ist das sind natürlich von der gleichen Fraktionsrichtung. Oder? Ja. Also bei Ihnen könnte das nicht passieren, der SVP. Was? So etwas, so ein Unfall. Natürlich. In allen Reihen kann das passieren. Aber die Frage ist, wie geht man um mit dem? Also, ich war immer dagegen gewesen, dass man so wahnsinnig tut, wie wenn das also einem, wo so etwas passiert, dass in der eigenen Reihe jetzt dann gar keiner, der irgend in dieser Beziehung versagt hat. Das gibt es überall und alles und da muss man ja nicht so den Stab brechen und so tun, als wäre man heilig. Oder? Sogar bei den Gewerkschaften gibt es jetzt. Ja, der Herr Burger, den kennen Sie ja, glaube ich, aus. Der wird die Noten für mich mit der Personenfreizügigkeit. Da müsst ihr jetzt mal drin schauen. Nicht weil einer mit dem, also so ein Stalker ist, der mit dem SMS, mit dem SMS da, hat den Frauen belästigt. Das ist natürlich etwas, was nicht geht. Und dann noch Leute, wo er so vertreten, oder? Das ist ja, aber das ist ja mit diesen blöden Apparaten, was da für Zeug rausgelassen werden, das ist ja leichtsinnig. Aber der, das war einer der schlimmsten gewesen, in diesen Arbeitskämpfen. Die wollen jetzt die Arbeitswerte nehmen. Solche Leute, wenn wir Personenfreizügigkeit haben, das sind ihre flankierenden Massnahmen. Wir Gewerkschaften schauen. Der hat
Gipsergeschäft kaputt machen im Kanton Zürich. Der Österreicher, ja. Jawohl, mit absoluten Unworten. Der hat die Leute gezwungen zum Demonstrieren. Der hat die Leute, Arbeiter, die wollen arbeiten, so gehindert, um zu arbeiten, dass sie heute körperliche Schäden haben und so weiter. Inwiefern? Das hat man alles gewusst. Ja, wenn einer hat wollte, hat er so laut pfeifen oder pfeifen lassen. Ich habe es also auch noch gelesen. Ich bin auch nicht ganz sicher, man muss aufpassen, wenn alles geschrieben wird. Aber auf jeden Fall belässt, dass sie heute sagen, sie haben Ohrenschäden. Also, es ist ja gleich, ob das im Detail stimmt, aber die Einwirkung. Und der österreichische Gipser da, den muss ich also wirklich ein Känzchen binden. Der hat gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Ein Haufen Unternehmer haben das nichts gemacht, weil sie Angst haben, sie kommen die Aufträge nicht mehr rüber. Weil der gesagt hat, dem dürfen wir keine Aufträge mehr geben. Der hält den Vertrag nicht ein, der alles nicht gestimmt hat. Und eine solche Wild-West-Methode, das führt zu solchen Methoden, wenn wir die flankierenden Massnahmen machen. Und die flankierenden Massnahmen, das sind eben Massnahmen, um den Arbeitsmarkt zu regulieren. Und dass kein freies Verhältnis mehr zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer mit dieser keiben Personenfreizügigkeit, weil man nicht zugeben will, das ist ein falsches System. In allen Ländern in Europa geht es los, das wissen sie. Wenn ich die Rede von gehört habe, von dieser Woche, vom Herr Juncker da, die Rede an die Nation, das machen es den Amerikanern noch vor dem Parlament, jetzt kommt die ganz große Rede, existenzielle Probleme hinten dran, in allen. Dann schimpft man gegen die neuen Parteien, die da kommen, Alternativen für Deutschland und so weiter. Brexit wird verurteilt durch Engländer. Und eine der Hauptprobleme, die greifbaren Probleme, sind Personenfreizügigkeit. Und auf die wollen sie nicht verzichten, aus Sturheit. Man kann doch mal im Leben auch etwas Falsches machen. Haben wir in der Schweiz ja gemacht. Wir haben den Personenfreizügigkeitsvertrag abgeschlossen mit der Europäischen Union. Eigentlich hätte das gar niemand wollen. Auch die Wirtschaft hätte es nicht wollen. Sie haben gewusst, das führt in die Soße nie. Aber hat dann alles beschönigt. Ja, 8 bis 10.000 werden kommen, mehr, wenn man das macht. 80.000 und 70.000 sind gekommen. Im 2007 ist ja losgegangen, 2008 sind über 100.000. Und zwar, das ist netto. Das ist ja netto, in Bern. Ja, also 8 ist dann nicht mehr mir gewesen. Ja, das hätten wir kann... auftun, oder? Und man kann es einfach nicht zugeben, dass das nicht funktionieren kann. Dabei sind die grössten Ökonomen, also den Milton Friedman zitiere ich immer, der ist ja Nobelpreisträger und von dem habe ich eine grosse Achtung. Der Ökonom, ja. Natürlich als Neoliberaler und so weiter, aber der hat eine ganze Volkswirtschaft wieder in die Höhe gebracht. Und dem führt es in eine Vollmacht von Gewerkschaft. Und die Union zeigt jetzt, was für Leute da an der Spitze gestanden sind, oder? Oder da stehen, oder? Jetzt ist ja interessant, mit der Union haben Sie ja schon länger Grenzen, oder? Auch in Ems oben gehabt, oder? Ja, da war es noch nicht die Union, aber sie haben dann fusioniert. Dann fusioniert später, ja. Und ist jetzt die Einheit. Das geht zurück auf den Abstimmungskampf, Europa-Abstimmung 1992, wo man über den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum abgestimmt hat. Das war auch die Abstimmung und wir sollen einen Vertrag unterschreiben, dass wir in Zukunft von der Europäischen Union einen Haufen Regeln übernehmen und dann müssen das europäische Recht implizieren. Die Ausschaltung vom Volk war da schon die ganz grosse Diskussion gewesen, und darum hat das Volk auch Nein gestimmt. Und das kommt jetzt wieder mit dem Rahmenvertrag. Und dort mal, ich mag mich noch gut erinnern, Sommer 1992 hat der Bodemann rausgegeben, der war an der Spitze von den Sozialdemokraten, hat gesagt, der Blocher könne den Politik jetzt nicht mehr kaputt machen, der sich hätte so eine starke Stellung gegen den EWR. Und das ist ja Gefahr, dass er noch gönnt. Den müsst ihr geschäftlich kaputt machen. Etwas, was ich nie gemacht habe. Auch die grössten Gegner haben immer gesagt,
da sind Grenzen, muss nicht einen persönlich kaputt machen und seine Existenz kann. Aber er hat das willen. Er hat sich zusammentun mit Gewerkschaften, ist am Morgen früh um 5 auf Emsau gefahren, vor das Werk hin. Er hat gemeint, ich sei in den Ferien. Er meint, er sei in der Ferien und ich habe die verschoben. Aber nicht wegen dem, einfach aus anderen Gründen. Ich war also noch da gewesen. Und dann hat er Flugblätter verteilt. Aber Sie waren in Zürich, nicht mehr, oder? Ja, ja, ich und bin sind in Zürich gegangen, oder? Ja, natürlich, ich bin nur gegangen. Wenn so ein Aufruhr ist, dann hat man mir angerufen und gesagt, er hat da Ding verteilt und hat gesagt, hört, die Arbeiter in Ems verdienen 30% weniger als die gleichen Arbeiter im Wallis. Bei der Lonza und so weiter. Zum Glück hat er so übertrieben, oder? Ich meine, er hat ja niemand geglaubt. Das ist ja klar. Da kann man ja nicht nachprüfen, weil man ja nicht weiss, welche das er da vergleicht. Und dann ist er ins Auto gestiegen, ist auf Bern gefahren, hat im Bundeshaus eine Pressekonferenz gemacht. Blocher, der Lohndrücker. Ganz Schweiz natürlich. Muss sehen, deren aufgeladene Stimmung, wo alle gegen ihn waren. Dann natürlich alle Zeitungen, vom Blick bis zum Zürich-Zeitung, haben das geschrieben und tut, wenn es stimmen würde, oder? Jetzt muss er kaputt gemacht werden. Und er hat natürlich wollen, einen Streik machen oben, das ist ja klar. Und dann bin ich auf Ems und dann hat mir der Präsident von der Arbeiterkommission gesagt, Gott, erzähl ihnen mal, was machen wir auch? Der Sieg macht ja alle verrückt. Habe ich gesagt, jetzt müssen wir offen orientieren. Die Arbeiter annehmen, denen sagen, was ihr wollt. Ihr müsst selber wissen, was ihr macht. Ich tue mich da nicht einmischen. Aber was natürlich der nicht gedacht hat, der Bodemeister, ich bin auch ein Angestellter von dieser Emser da. Ich bin Teil von dieser Belegschaft. Ich habe natürlich ein höheres Verhältnis zu denen, als die gemeint haben. Und die haben gesagt, wenn er noch mal auf Emser kommt, verkauft man die Schnurren. Lustiges Argument war. Die Walliser müssen uns Bündner nicht sagen, was wir für Löhne haben, oder? Und ich musste dann schauen, dass, wenn er wieder kommt am Morgen, immer mit Gewerkschaftssekretären hat er neben sich gehabt. Dann muss man schauen, dass dem nichts passiert. Sonst wären wir es ja, oder? Gut, ist dann also nichts passiert. Er ist auch nochmal gekommen, glaube ich. Also um ein oder zwei Tage später. Aber sie haben ihn nicht über die Barriere nie gelassen. Und da sind die Gewerkschaften dabei gewesen, die bei uns Verträge unterschrieben haben mit den Löhnen. Und dann habe ich gesagt, ich gebe euch Zeit. In 14 Tagen müsst ihr euch entschuldigen und das zurücknehmen. Und wenn ihr das nicht macht, werdet ihr ausgeschlossen. Und die anderen Gewerkschaften, wir hatten noch mehr Gewerkschaften, die haben gesagt, jawohl, das ist recht, wenn man den ausschließt. Man kann doch nicht so einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Und noch, das war alles die Vorgänger der UNIA. Und dann haben sie sich nicht entschuldigt, dann haben wir es ausgeschlossen. Dann sind sie bis vor Gericht und haben alles verloren. Und die sind heute noch nicht dabei, oder? Und die wollen immer rein, immer rein. Und ich sage, also eine Gewerkschaft, die mal will, aus politischen Gründen die Firma kaputt machen, kommt nicht rein. Und meine Tochter ist ja jetzt da zuständig. Und sie eben die Linie auch durch. Also ich bewundere sie, dass sie das macht, oder? Sie hat da noch Gewerkschaft, aber die nicht. Das ist eine interessante Geschichte aus tiefster Vergangenheit. Ja, da muss man jetzt einfach wissen, was so Gewerkschaften ablassen können. Ich bin nicht gegen Gewerkschaften, aber ich bin gegen die Allmacht der Gewerkschaften. Jetzt haben Sie das Thema Europa angesprochen. Wir zeichnen das Ende, da weiss man mittlerweile am Freitagmorgen auf. Morgen haben Sie ja wieder eine grosse europapolitische Diskussion. Ja, morgen ist eine öffentliche Diskussion. Also morgen Samstag, ja. Ja, das ist die Unternehmervereinigung gegen den EU-Beitritt. Die ist auch da gegründet worden, vor 25 Jahren. Das sind vor allem viele kleinere Unternehmen, also nicht die ganz grossen, die natürlich auch gesehen haben, also man kann die Schweiz nicht einfach aufgeben für einen kleinen momentanen wirtschaftlichen Vorteil, oder? Und da ist jetzt ein kontradiktorisches Gespräch mit einem UNIA. Das ist sogar noch, ja? Ja, vor allem dort. Mit der Burg, oder? Pardini, nein, der Pardini, der Schweizerische UNIA. Und ein Sozialdemokrat tritt wenigstens noch an. Es ist unglaublich, wie viel das einfach nicht antreten. Viel zu angständig über die Frage zu reden. Mit allen Begründungen, oder? Also,
Der Löwe hat ihm gesagt, naja, gegen den Blocher tritt er nicht an. Das ist nicht stufengerecht. Ja, inwiefern? Er ist Präsident. Ja gut, aber sind ja mal Bundesrat. Ja, das ist gar nichts. Also, das ist ja eine Ausrede. Aber es ist ja wichtig und es hat ja eine ganze Vereinigung gegeben da. Ja, die 100 Persönlichkeiten, die gesagt haben, wir müssen jetzt diskutieren. Wir haben jetzt noch keinen Kontakt, das ist anderthalb Jahre her. Ja, aber die Vereinigung gibt es glaube ich gar nicht mehr, oder? Ja, wollen sie. Auf dem Papier gibt es sie scheinbar noch. Sie sind alles Professoren, Diplomaten. Und sagt, ihr Anliegen sei, dass wir jetzt in der Öffentlichkeit endlich das Verhältnis zur EU diskutieren. Wir haben schon gesagt, ja, können wir diskutieren. Aber es kommt nie jemand. Mhm. Wird immer raus. Aber jetzt morgen gibt es so eine Diskussion. Morgen gibt es einen, aber nicht von dieser Vereinigung. Ja, ja. Das ist jetzt ein anderer. Aber vielleicht wollen wir noch sagen, Leute, die möchten kommen, ja, das Duell anschauen. Ja, das ist morgen in Zürich um 10:30 im Hotel Marriott. Ja, im Marriott. Da ist jeder eingeladen dazu. Und das ist jetzt seit langem wieder mal eine grosse kontradiktorische Veranstaltung. Schweiz, EU, wie weiter. Und ist jetzt natürlich hochaktuell. Es ist immer aktuell, aber hochaktuell. Jetzt haben wir die ganze Personenfreizügigkeit. Wir haben den Brexit, das ist auch neu, wo England raus ist. Die EU hat man das Gefühl, sie gibt zu Fall. Also wenn man die Rede gehört hat von Herrn Juncker vor dem Parlament diese Woche. Wenn wir nächste Woche noch mal schnell diskutieren, ja. Dann, das ist ja so armselig. Er hat vor allem gesagt, also die EU ist in einer existenziellen Krise. Und dann hat er zuerst alle zusammengeschüttet. Das sind ja Mitglieder, der ist ja nicht jemand selbstständig, sondern der ist ja gewählt von denen und gesagt, was die alles machen. Sie schauen nur für sich, die Staaten, das ist ja klar, sind ja Staaten. Dann natürlich ganz schlecht sind die Briten weggekommen. Dass die Frechheit haben, da rauszugehen, dabei haben die einen Vertrag mit einer Kündigungsklausel, das ist alles in der Ordnung. Und dann hat er gedacht, jetzt muss ich aber positiv sagen. Also, aber wir schaffen das schon. Er hat nicht den gleichen Ausdruck gebracht mit Frau Merkel. Wir schaffen das. Sondern er hat gesagt, also, aber wir können es wieder anbringen. Und dann, wenn wir die Rezepte schauen, ist ja nichts vorgekommen. Das ist jetzt alles aktuell, Mann. Wie geht jetzt die Schweiz da voran? Wir sind ja für die Schweiz verantwortlich. Und man sieht jetzt auch, der Austritt von England, der tut den Engländern viel weniger weh als der EU. Oder? Die Engländer gehen jetzt munter voran. Das ist ja nichts von dem Einbruch, was sie da erzählt haben. Die Wirtschaft ist sogar gewachsen, seit das rausgegangen ist. Gut, sie wissen auch noch nicht im Detail, wie man das macht. Und natürlich für die Diskussionen, die die EU hat mit der Schweiz, ist natürlich auf ein kleines Problem als mit dem grossen England, da muss man ja schon sehen. Also, einfach die Leute, die möchten kommen, Hotel Marriott ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, gerade hinten am Landesmuseum und durch. Ja. Zehn Minuten ist vom Hauptbahnhof dort. Und es hat auch Parkplätze, es hat eine unterirdische Garage. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob da jemand kommt überhaupt. Das ist auch ein bisschen Gradmesser zum Schauen. Also jetzt haben wir ja viele Probleme. Personenfreizügigkeit, Demokratie, die man jetzt abschaffen in der Schweiz. Ganz ein grosses Problem. Jetzt ist es ja so. Also, darum, der Verfassungsartikel wird überhaupt nicht mehr, also nach dem Willen von dieser Kommission, der Willen von allen Parteien aus der SVP, die Bundesverfassung wird nicht mehr eingehalten. Was der Stimmbürger macht, gilt nicht mehr. Es gilt das, was da die EU da außen macht. Und die Freisinnig, die stolze Partei ursprünglich, immer, wir haben Angst, eben, wo die Angsthasenpartei, wie Sie gesagt haben. Ja. Das ist eine Angsthasenpartei, das ist mal rausgerutscht, aber es ist eine gute Beurteilung. Also, das war der Blocher, meine Damen und Herren. Wir sehen uns natürlich wieder nächste Woche. Wir greifen das Thema auf, reden dann auch über Churchill. Vor wie viele Jahren ist jetzt Ihre Rede? 70 Jahre, glaube ich. Ja, 70 Jahre. Mit 46. Ihre Einschätzung von Ihrem grossen Idol. Das war der Blocher, nächste Woche wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.